Jetzt muss ich dich doch nochmal ausziehen. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob es für meine Rüstung reicht. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied-Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eolo. Frau Mena. Ein Stahl ist legendär. Ich will nur ein. Ah, die kann ich noch nicht auf legendär schmieden. Schade. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, dein Ebenerzschwert kannst du mir erstmal überlassen, liebe Lydia. Du bekommst von mir nämlich ein legendäres Drachenknochenschwert. Sieht relativ witzig aus, das Ding. Ich bin gespannt, wie es in der Hand wirkt. Ja. Das war's eigentlich schon, Lydia. Danke. Geht ihr voran? Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Die will mir wieder jetzt nichts mehr verkaufen. Ah! Jetzt könnt ihr mich Marex den Gehörnten nennen. Denn jetzt bin ich ja gehörend. Jetzt legen wir erstmal Zeug ab, hätte ich gesagt. Und dann starten wir mal wieder ins Abenteuer. Es wird wieder Zeit, irgendwen umzubringen. Oder irgendwelche Quests zu erledigen für irgendjemanden. Aber Stufe 42. Uah. Ich komme schon richtig mächtig vor. Jawohl, jetzt erstmal wieder die ganzen, diese Ethereum-Splitter hier. So, diese alten Dämonmetalle, die kann ich dann mal beim Beletor verkaufen. Drachenknochen, Eisenbarren. So, allmählich läppert sich auch mal unser Gold ein bisschen. Mondstein, Erz, ja, mächtiger Orichalkum, Quecksilberbarren, Malachit, Mondstein. Und damit sind wir wieder schlank. Mehr oder weniger. Ah ja, ihr habt es gerade ganz kurz aufblitzen sehen. Die Wolfskönigin Buch 6, ich habe natürlich in einer meiner Aufnahmen gesehen. Ich habe es mal wieder grandios verkackt. Und hab da in einer Truhe in dieser verlorenen Höhle, oder wie die hieß, habe ich das Buch übersehen in der Belohnungskiste. Natürlich habe ich mir das jetzt besorgt, um es dann zum Uruk Groschub zu bringen, oder wie der Typ auch immer heißt, oder Urak. So, Waffen. Irgendetwas. Ebenerzschwert kann ich ihm eigentlich verkaufen. Und das epische Ebenerzschwert auch. Ich brauch's ja nicht mehr. Aber jetzt das Drachenknochenschwert, das ich hier nicht zu den Favorites hinzufügen kann. So, die alten Dwemer-Metalle, die kannst mal haben, Beletor. Das braucht keine alte Sau. Den Rest behalte ich. Bitte kommt wieder. Ich tu mein Bestes. Jetzt tun wir noch ein paar Tränke verkaufen. Und dann geht's auf in die Schlacht. Bin ja gespannt, wie sich die neuen Waffen machen. Ich kann jetzt auch alles auf legendär schmieden. Jeder etwas. Sagt Bescheid, ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Nein, ich tu nur so. Heißt, es ist Essenz der Stärke, lasse ich auf jeden Fall mal drin. Das kann mal weg, das kann mal weg, das kann weg. Ha, piss dich. Oh nein, nein, die Heiltränke nicht, das könnt ihr knicken. Die behalte ich. Na komm. Wenn ihr ein 177, das ist okay. Jawohl, und jetzt wählen wir noch unsere neuen Waffen aus. Ich überlege gerade, ob wir den... Ja, die Armbrust, da haben wir halt nicht so viele Bolzen. Da will ich jetzt erstmal wieder Bolzen sammeln, bevor wir die einsetzen. Deswegen glaube ich, die Armbrust des Animus muss mal dem Drachenknochenbogen weichen. Und dann wird die Armbrust des Animus verstaut. Und meine Rüstung, die tue ich natürlich auch mal wieder bei Gelegenheit verzaubern. Muss ich mir dann noch überlegen, mit was. Aber im Moment habe ich gar nicht so das Interesse. Ich will das alles jetzt erstmal testen, bevor ich hier irgendwas verzauber. So, hier kommt jetzt mal die Armbrust. Die kommt jetzt dabei hier rein. Waffen, Armbrust. Die ist ganz schön schwer. Okay, der Bogen ist noch schwerer. So. Das Ding sieht ja richtig heiß aus, muss ich ehrlich gestehen. Und das Ding sieht auch mal richtig geil aus. Dann würde ich mal sagen, komplett drachenmäßig gerüstet geht's jetzt mal los. Welche Quests haben wir denn jetzt eigentlich?
Verschiedenes, überbringe das Buch. Finde den Gesichtsturm in Riften, erkunde die Ruinen. Das wollten wir eigentlich machen, gell? Das Kopfgeld müssen wir uns auch noch geben lassen. Na, ja, das da. Jetzt überbringen wir dem Urak erstmal das Buch. Und dafür müssen wir nach Winterfeste. Zur Akademie. Nach Winterfeste. Pfeile und Armbrustbolzen können in Schmieden hergestellt werden. Das ist mir aber was Neues. Weil Armbrustbolzen habe ich bis jetzt lustigerweise noch nicht gefunden. Naja. Wie sehen denn die Schwertscheide aus? Galomat. Wir haben schwierige Zeiten überlebt. Okay. Von Magnus. Hier war verloren. Unserem Griff entronnen. Ach, was hätten wir doch lernen können. Ich muss ins Arcanaeum. Ich frage mich, warum der da immer den falschen Questmarker setzt. Jetzt erstmal einen Schluck trinken. Aber in die Gemächer des Erzmagiers muss ich gerade nicht. Also in meine Gemächer meine ich natürlich. Hallo! Erzmagier, ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Bitte. 36 Gold hinzugefügt. Gibt es noch spezielle Bücher, nach denen ihr sucht, lieber Urak? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Na klar. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Charidors Erkenntnisse. Werden eigentlich alle Ork-Festungen bewacht? Das interessiert mich jetzt mal. Die Bewohner der Festung bleiben unter sich. Himmelsrand war nicht immer gut zu den Orks. Damit ein Fremder wie ihr akzeptiert wird, müsst ihr von einem Ork zum Blutsverwandten ernannt werden. Das müsste wiederum den Häuptlingen mitgeteilt werden. Ja gut, das bin ich ja schon. Bis zum nächsten Mal. Weil wir ja die Finger des Meisterschmieds gefunden haben, sind wir offiziell Blutsverwandte der Orks und dürfen ihre Festungen betreten. Ich frage mich allerdings, gilt das jetzt nur für eine Festung oder gilt das für alle Festungen? Charidors Erkenntnisse. Finde Charidors Schriften. Das klingt eigentlich ganz interessant, aber dennoch... Meridias Stern müsste ich eigentlich auch mal machen. Das, wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt diese Quest endlich mal, weil es wird ja allmählich mal Zeit hier, ne? Also... So, wo ist denn der Berg Kilkreat? Der ist da irgendwo im Osten hier. Ja, sind wir ja gar nicht so weit weg. Portmonster verlassen Hütte und laufen von da aus. Dann können wir auch bei der Gelegenheit gleich mal in Einsamkeit vorbeischauen, weil dann haben wir das nämlich auch mal entdeckt. Ah, hi Lydia. Und schauen wir mal, was wir auf dem Weg dorthin noch alles entdecken. Denn ich sehe hier eine Krypta auf meinem Radar und es reizt mich wirklich sehr in den Fingern, diese zu erkunden. Und deshalb und deswegen werde ich das auch jetzt machen. Wir haben ja so gesehen keinen Stress. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und wenn ich die Gelegenheit habe, hier ein bisschen was zu erkunden, dann nutze ich die auch. Wir sind ja jetzt perfekt ausgerüstet. Eine Horka-Horde. Oh, ein Chaurus. Ist das ein Chaurus-Schnitter oder? Es sieht nach einem Chaurus-Schnitter aus, weil die... Ja, das ist ein Schnitter. Schauen wir mal, wie gut er gegen unser... Ah, wir machen ihm doch ganz gut Schaden. Ja gut, Lydia macht ihn natürlich mal wieder mit einem Hit kaputt. So, die Horker lassen wir in Ruhe. Die sind nämlich an sich neutral. Nur wenn man ihnen zu nahe kommt oder sie angreift, dann ist ja klar, dann wollen sie sich rächen. So,
So, aber ihr seht, es hat seine Vorteile, ein Schmied zu sein. Aber Schmiedekunst Level 100, das war jetzt wirklich was, das lag mir auf der Seele. Aber jetzt haben wir es geschafft. So, wir zücken unseren frischen Bogen und sneaken da mal eine Runde rein. Bin ja gespannt, was denn da so auf uns warten wird. Und vor allem, wie unser neuer Bogen so sein wird. Tödlich, hoffe ich doch. Okay. Hallo, Draugr. Hallo, Tusse. Bist du Freund oder Feind? Also, wenn du die Drauge erschlagen hast, kannst du nicht feindlich sein, eigentlich. Ihr braucht etwas? Ja, wer seid ihr? Ich bin Ansgar. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Schöne Frau. Allein in der Ruine. Klar. Ich habe Wokuns Krypta endlich gefunden. Die Schriftrolle, die ich suche, muss hier einfach sein. Ihr könntet mir helfen, sie zu finden. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Okay. Wokun? Irgendein alter Priester, der hier vor langer Zeit beerdigt wurde. Ich suche schon seit Jahren nach seinem Grab. Und welche Schriftrolle? Euch ist das vermutlich egal. Aber einer Familienlegende zufolge lässt sich damit unser Stammbaum bis zu Iskramor selbst zurückverfolgen. Das klingt cool. Okay, welche Art von Hilfe braucht ihr? Irgendein alter Priester, nein, der hier vor langer Zeit beerdigt wurde. Sollte Wokun tatsächlich so mächtig sein, wie ich vermute, brauche ich wohl ein bisschen Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Was springt für mich dabei raus? Interessiert mich da ganz besonders. Ihr könnt alles haben, außer der Schriftrolle, versteht sich. Das klingt vernünftig. Ja, wir akzeptieren. Großartig. Zu zweit sollte es schneller gehen. Zu dritt. Okay. Leute, ich habe mir übrigens, ich war jetzt natürlich in der Zwischenzeit nicht untätig, wo ich eine Aufnahmepause gemacht habe und habe mir eine Liste Listen angefertigt. Und zwar von allen dätrischen Prinzen inklusive Artefakten, die es gibt, weil die hatte ich nämlich noch nie. Und alle Drachenpriester, also Morokai und Krossis haben wir ja schon, wie euch erinnert. Hier liegt Wokun, davon hat ja die gute Dame gerade gesprochen. Und, ja, deswegen habe ich gerade auf meiner Liste Wokun abgehakt, weil den bekommen wir ja hier. Also diese Maske halt von Wokun. Ah, jetzt habe ich dieses blöde Schild mitgenommen. Will ich nicht. So. Habt ihr etwas gehört? Nein, nein. Jawohl, Instant Kill. Vorsichtig. Ah, da oben ist einer. Und das mit einem Falmer-Pfeil wohlgemerkt instant gekillt. Da seht ihr mal, was so ein Bogen alles hermacht. Ist da jemand? So. Komm her, Draugr Geißel. Und aus der Drehung. Wunderschön. Für diesen Schwertschwung gebe ich die Wertung 7,0. Oder sehe ich einen dicken Geldbeutel liegen? In die Säcke schaue ich jetzt mal nicht rein. So, den Typ, den wir hier eiskalt erschossen haben, obwohl er schon längst tot war. Den nehmen wir natürlich auch noch aus. Gut, wie wir sind. Gut und gütig und was weiß ich noch alles. Jawohl, weiter geht's. Genau, ich habe eben die Liste von den Drachenpriestern und von den ganzen dädrischen Prinzen angefertigt, weil ich habe auch dieses Achievement noch nicht, wo man eben alle dädrischen Artefakte sammeln muss und oder kann. Ja, und deswegen die Liste der 16 Dädra-Prinzen und der Drachenpriester, ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele es sind. Wartet mal, es sind 2, 4,
6, 8, 9, 8 sind's und eine 9. Maske gibt's noch dazu, aber verrate ich euch später mehr. Ziel meinerseits ist es natürlich, all diese Masken zu sammeln und hier kriegen wir eben eine davon her. Moment, bevor wir da jetzt weitergehen, schauen wir uns noch ein bisschen um. Genau, weil es könnte ja noch irgendwo am Wegesrand eine Truhe auf uns warten mit Ebenerzpfeilen darin.